Kyogre ist ein legendäres Pokémon mit dem Typ Wasser, existiert seit der dritten Spielgeneration und zusammen mit Groudon und Rayquaza bildet Kyogre das Trio der Wetterlegenden. Und seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir ist es in der Lage, sich mittels Protomorphose in seine urzeitliche Form zurückzuverwandeln. Das legendäre Pokémon Kyogre tritt hauptsächlich in den Farben Blau und Weiß auf. Der Körperbau ist tropfenförmig und verläuft nach hinten spitz. Das Pokémon erinnert an einen Orca. Vorne befindet sich ein Gesicht, welches in der Mitte durch ein riesiges Maul geteilt wird. Oberhalb dieses Mauls ist das Gesicht blau, unterhalb davon ist es weiß. Dieser weiße Bereich ist rot umrandet. Auch die Augen dieses Pokémon sind rot umrandet und zeichnen sich außerdem durch eine hell leuchtende Iris aus. Über jedem Auge befindet sich je ein großer und ein weißer kleiner Fleck. Links und rechts des Körpers sind zwei blaue gigantische Flossen mit weißen Enden zu erkennen. Diese besitzen ein rotes Linienmuster. Ein ähnliches ist ebenfalls auf dem Bauch zu sehen, der sonst von zwei langen weißen Linien geschmückt wird. Auf dem Rücken sind zwei weitere kleinere Flossen zu sehen. Die sind blau und dreiecksförmig. Das Pokémon besitzt eine große blaue Schwanzflosse, die nach links und rechts und dann nochmal in zwei weitere Teile gespalten ist. Bei Kyogres Protomorphose verwandelt es sich mit Hilfe von Energien aus der Natur zu Proto-Kyogre. Hierbei verändert sich hauptsächlich die Färbung des Pokémons, so ist Proto-Kyogre in einem leuchtenden Blau mit Übergang ins Türkise gefärbt, die roten Linien werden weiß mit goldener Nuance und der gesamte Körper wird von einer aufwendigen Musterung aus diesen goldig-weißen Linien geschmückt. Außerdem werden die Schwanzflossen nach hinten länger. Und in der Shiny-Form ist die sonst blaue Färbung von Kyogre lila, in der Proto-Form ist das Pokémon an den sonst blauen Bereichen schwarz. Für die meisten legendären Pokémon ist auch Kyogre überdurchschnittlich stark. Besonders herausstechend ist seine Begabung, spezielle Attacken abzuwehren, aber auch diese auszuführen und damit großen Schaden anzurichten. So greift das Pokémon seine Gegner hauptsächlich mit speziellen Wasserattacken wie Fontränen, Ursprungswoge oder Hydropumpe an, ist aber auch fähig, Attacken anderer Typen wie die K.O.-Attacke Eiseskälte des Typs Eis, die Psycho-Attacke Gedankengut oder die Gesteinsattacke Antikraft einzusetzen. Und es besitzt die Fähigkeit Niesel bzw. Urmeer in seiner Protoform und kann somit Regen auslösen. Kyogre ist in Legenden Hönz der Schöpfer des Meeres. Durch seine Fähigkeit riesige Regenwolken zu erzeugen, die den gesamten Himmel bedecken und wolkenbruchartige Niederschläge hervorrufen, hätte sich das Meer gefüllt und sei immer größer geworden. In einigen Sagen taucht dieses Pokémon sogar als Personifizierung des Meeres auf. Man sagt, es hätte mit dieser Kraft in der Vergangenheit den Menschen das Leben gerettet, als Dürre herrschte. Das Pokémon ist in der Lage, Wasser zu kontrollieren und steht in einem permanenten Konflikt mit Groudon, was wiederholt zu langen Kämpfen führte. An deren Ende begibt sich Kyogre immer auf den Grund der See zum Schlafen. Ein Auslöser dieser Konflikte ist die Naturenergie der Hirnregion, die beide legendäre Pokémon in ihrem Körper speichern und damit die Kontrolle über ihr Element ausbauen können. Durch diese übermäßige Aufnahme von Energie kommt es zu einem Formwechsel der sogenannten Protomorphose und beide nehmen ihre wahren urtümlichen Gestalten an, die sie nur mit genügend Energie aufrechterhalten können. Dadurch ist es beispielsweise Proto-Kyogre möglich, in der Feuchtigkeit der Luft genauso zu schwimmen wie im Wasser. Der Vorrat der Naturenergie in der Region ist aber limitiert und die stete Gier der beiden antiken Pokémon nach ihr ist unerschöpflich, was dazu führt, dass sich beide in regelmäßigen Zeitepochen immer wieder bekämpfen. Allerdings konnte Rayquaza es einst schaffen, die beiden Proto-Pokémon zu besiegen. Die Naturenergie wurde in zwei Protomorphose-Edelsteinen gespeichert, die fortan auf dem Pyroberg aufbewahrt wurden und Kyogre und Groudon fielen in einen tiefen Schlaf. Einige Jahrhunderte später schlug ein Meteorit, dessen Einschlagskrater später Xernobyl bildete, im Südosten Hönz ein und Risse im Boden entstanden. Durch diese wurden weitere Naturenergien freigesetzt, Kyogre und Groudon erwachten und führten erneut eine Protomorphose durch. Sie bekämpften sich erneut und drohten, die Hirnregion ins Chaos zu stürzen.
Die Menschen der Antike sehnten sich Rayquaza herbei, damit es wieder rettet. Durch den Meteoriten und die Hoffnung der Menschen führte Rayquaza eine Mega-Entwicklung durch und konnte die beiden schlagen. So hat er die Protomorphose und der Konflikt zwischen Grodd und Kyogre indirekt zur ersten Mega-Entwicklung geführt. Dabei hat Kyogre wie die meisten legendären Pokémon keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Allerdings ist es ihm seit der 6. Spielgeneration möglich, mit Hilfe eines blauen Edelsteins eine Protomorphose zu vollführen. Wie auch Groudon ist Kyogre somit imstande, seine ursprüngliche Form anzunehmen, die einen deutlich höheren Spezialangriffswert aufweist und Kyogre Zugriff auf seine Signature-Attacke Ursprungswoge gewährt. Sein Körper wird durch die Protomorphose halbtransparent und ein goldenes Licht glüht in seinem Inneren. Und mit seinem Typen Wasser in seiner normalen Form nimmt es halben Schaden gegen Stahl-, Feuer-, Wasser- und Eisattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen- und Elektroattacken, der Rest macht normalen Schaden. In seiner Protoform wird es durch die Fähigkeit Urmeer immun gegen Feuerattacken, nimmt halben Schaden gegen Stahl-, Wasser- und Eisattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen- und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.